TierheimTV ist mal wieder unterwegs in Niedersachsen. Bloß diesmal sind wir nicht in einem anderen Tierschutzverein, sondern auf dem Gut Adolfshof. Der Gut Adolfshof liegt in der Nähe von Lehrte bzw. Hemeler Wald und ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der nach Demeter-Richtlinien arbeitet. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Und neben mir sitzt Sabine, ist die Betriebsleiterin vom Gut Adolfshof. Sabine, ich begrüße dich. Wir haben ja schon über Stunden Bildmaterial gesammelt. Ich war ganz begeistert. Aber jetzt wollen wir natürlich auch die Zuschauer begeistern. Kannst du zu dem Gut Adolfshof erstmal ein bisschen was Geschichtliches erzählen? Ja, Gut Adolfshof ist nicht nur Landwirtschaft. Der Ursprung ist ein landwirtschaftlicher Betrieb. Der ist jetzt etwa 150 Jahre alt. Hat den Namen von Adolf von Cambridge, ne, der sozusagen hier als Geldgeber fungiert hat. Und der hat hier so einen Hof mitfinanziert, der immer schon etwas Besonderes eigentlich war, weil er immer viele moderne Sachen auch hatte. Also damals auch schon. Und heute ist der Hof so, dass es drei Bereiche gibt eigentlich. Es gibt einen Eigentümer des Bereiches, der ist sozusagen ein gemeinnütziger Verein, also gemeinnützige Trägerschaft, was für uns sehr gut ist, weil das heißt, der Boden ist sozusagen gesichert, ist sozusagen nicht mehr in irgendwelchen Spekulationsschienen, die es jetzt geben kann, was ja im Moment so modern ist. Und der Verein selber betreibt hier Bildungsarbeit und da bilden wir als Landwirtschaft eigentlich so die Grundlage dazu, ne? Gerade dadurch, dass wir recht vielfältig sind. Und wir haben hier auf Adolfshof eine sozialtherapeutische Einrichtung mit 40 betreuten Menschen, die hier sozusagen auch den Hof ganz stark beleben. Ein mittelständisches Unternehmen, muss man ganz deutlich sagen. Was ich ganz spannend finde, bereits 1951 wurde hier nach biologischen Richtlinien gearbeitet. Zu einem Zeitraum, wo sich sicherlich keiner für dieses Thema interessiert hat. Oder kaum jemand. Ja. Das ist was Besonderes, gerade weil es sozusagen ja noch ganz kurz nach dem Krieg, ganz kurz sozusagen nach den wirklichen, nach diesen Hungerjahren schon stattgefunden hat. Und sowas hängt dann natürlich an Pionierpersönlichkeiten, an Menschen, die einen ganz bestimmten Impuls haben, das zu machen, die es schon sehr früh auch gesehen haben, dass die Landwirtschaft eigentlich einen anderen Weg braucht, um weiterhin gesunde Lebensmittel zu entwickeln. Und dann ging das hier schon los 1952, dass der Hof schon nach Demeter-Richtlinien bewirtschaftet wird. Es gibt hier, es ist glaube ich der drittälteste Betrieb in Norddeutschland, der nach Demeter wirtschaftet. Und von daher ist da eine lange Geschichte und das merkt man auch heute, wenn man am Hof guckt oder die Landschaft, die hier um den Hof geprägt ist, die zeigt natürlich auch, dass hier über 60 Jahre Demeter gewirtschaftet wurde, weil es bestimmte Elemente wie ganz viele Hecken, gewachsene Strukturen in der Landschaft gibt, die einfach auch zeigen, hier gibt es eine bestimmte Wirtschaftsweise. Und das ist natürlich jetzt schön so, da profitieren wir von. Du hast jetzt ein paar Mal Demeter gesagt. Ja, Für die, die nicht wissen, Demeter ist ja eine Bio-Richtlinie. Kannst du da mal ein bisschen Erklärungen zu geben? Ja, Demeter ist eigentlich der älteste biologische Anbauverband, den es gibt. Geht zurück auf Rudolf Steiner. Der ist in den 20er Jahren, wurde er damals schon angesprochen, weil damals die Landwirte schon gemerkt haben, dass sozusagen die Qualität, die Nahrungsqualität der Lebensmittel zurückgeht und haben damals schon eigentlich auch daran gearbeitet, wie kann man da sozusagen wieder was verändern, ne? Weil damals ging es ja schon los mit Mineraldüngung und so die ersten Pestizide. Und dann hat sich diese Anbaulinie daraus entwickelt. Und das ist eigentlich auch heute die, also ist der Anbauverband eigentlich mit den höchsten Standards und Richtlinien. Und bei uns ist es so, dass der Hof als Organismus gesehen wird. Das ist aber in anderen Bereichen natürlich auch so bei Bioland, dass der Hof ein Organismus ist, wo man sieht, dass man ein sinnvolles Verhältnis von Pflanzenbau, von Tierhaltung hingekommt, auch von Hecken, von Obst, also dass der Hof ein geschlossenes Ganzes ist. Und bei Demeter geht es noch ein Stück weiter, dass man sagt, es ist hier noch ein, es ist nicht nur ein organischer Kreislauf, den wir haben, sondern es ist alles belebt, auch der Boden ist belebt, wir haben überall mit Wesen zu tun und wir können sozusagen nicht nur mit Stoffen zu arbeiten, sondern eben auch mit Kräften und Wechselwirkungen und deshalb spielt die Tierhaltung bei uns auch eine große Rolle. Tierhaltung, ihr habt Ziegen, ihr habt Kühe, ihr habt Schweine, ihr habt Hühner. Wir gehen mal auf alle ein. Der Unterschied, was ja ganz wichtig ist, wenn ich Fleisch esse, dass ich mir dann überlege, wo kommt das Fleisch her? Bei euch, das zeigen wir jetzt natürlich auch an den folgenden Bildern. Wir fangen mal mit den Kühen an. Wo kommen die jungen Kühe her, die Kälber? Die Kälber werden hier alle auf dem Hof geboren. Und bleiben dann hier bis zum Ende auch auf dem Hof? Nicht alle bleiben hier. Also wir haben immer einen Bullen auch, um nochmal zu sagen, wir haben hier einen eigenen Bullen, also keine künstliche Besamung.
Und wir behalten einen Großteil der Kälber, die geboren werden. Also jede Kuh kriegt ja jedes Jahr ein Kalb. Und wir behalten einen Großteil der Tiere, behalten wir hier, aber wir können nicht alle behalten. So groß sind wir von der Fläche nicht, weil wir ein abgestimmtes Verhältnis von Fläche zu Tierhaltung auch brauchen. Was passiert mit denen, die ihr nicht behaltet? Die verkaufen wir. Aber da wird jetzt nicht Kalbfleisch außer Massentierhaltung draus? Nö. Also die werden natürlich woanders weitergehalten, klar. Und irgendwann ist natürlich männliche Tiere werden natürlich irgendwann geschlachtet. Die Tiere bleiben ja auch bis zur Schlachtung bei euch. Die Kühe, damit haben wir jetzt ja angefangen, die sind auch den ganzen Tag draußen? Ja, im Sommer sind sie den ganzen Tag draußen. Da kommen sie sozusagen, werden sie morgens um 6 geholt, dann werden sie gemolken und fressen noch ein bisschen Kleegras im Stall und dann kommen sie wieder auf die Weide und dann am Nachmittag wieder geholt zum Melken und kommen dann über Nacht auch wieder auf die Weide. Im Winter ist es natürlich anders, weil wir haben hier auch gerade einen sehr speziellen Boden, einen schweren Boden, den man ein halbes Jahr eigentlich nicht betreten kann, weil es zu feucht ist, weil man sonst die Grasnarbe zerstören würde. Dann sind die Tiere natürlich im Stall in dieser Zeit. Also im Winterhalbjahr sind sie im Stall, haben aber einen Auslauf, genau, den sieht man jetzt nicht, wir sehen ihn, haben aber einen Auslauf, wo sie sozusagen tagsüber sich frei bewegen können. Wie werden die gefüttert, wenn zugefüttert wird? Die werden gefüttert, also die Grundlage ist natürlich im Sommer, dass sie auf der Weide sind. Und wir fahren außerdem noch von unseren Futterflächen Kleegras oder Luzernegras, also Luzerne mit verschiedenen Gräsern, fahren wir noch mit einem Ladewagen in den Stall und dann bekommen sie noch zugefüttert. Und dann kriegen sie ein bisschen von unserem Getreide, ein bisschen Hafer oder Tritikale, aber das ist nicht sehr hoch, der Anteil. Nun ist es ja so, in der Massentierhaltung werden ja gerade auch Kühe hunderte, tausende Kilometer durch die Gegend gekarrt, in Tiertransporten, bis sie geschlachtet werden. Das ist ja teilweise sehr qualvoll. Auch das ist bei Demeter natürlich ganz anders. Wie sieht das da aus? Also bei uns ist jetzt so, dass wir die Rinder und die Ziegen können wir bei einem Schlachter schlachten, der hier sozusagen ein Dorf weiter ist. Das ist etwa 7 Kilometer, die wir sie fahren müssen. Die Schweine müssen wir ein bisschen weiter fahren, weil die noch gleich verarbeitet werden. Und das sind etwa 25 Kilometer, die wir da fahren. Aber eben keine langen Transporte, kein Stress für die Tiere. Nein. Und auch die Schweine, das lädt mein Mann immer alle selber auf. Und Schweine, da gibst du das Stichwort. Wir haben ja nun auch gerade Bilder. Ihr habt ja von Ferkeln. Wo kommen die Schweine alle her? Die Jungen, die Ferkel? Genau, wir kaufen Ferkel zu. Die sind dann so etwa 25 Kilogramm schwer. Die kaufen wir von 3 verschiedenen Demeterbetrieben zu, die wir auch gut persönlich kennen. Und da kriegen wir dann die Tiere. Und man sieht das, die können in ihre Ausläufe, die können buddeln, die können ihren natürlichen Instinkten auch nachkommen. Ja, das machen sie auch, ne? Und sie sind dabei auch zufrieden, ne? Ja, und die genießen das total. Also sie sind ja dann manchmal eher grau, als dass sie graubraun, als dass sie rosa sind, aber die haben da richtig Spaß, denen geht's ja gut. Schweine sind ja so Wühltiere, die arbeiten gerne über die Nase und gehen in den Boden und suchen Würmer und das ist natürlich toll, wenn sie das können. Und ansonsten sind die ja manchmal ein bisschen überrelaxed hier, die liegen ja im Stroh und dann... Die sind relaxed, man hat das ja nun, man sieht es ja auch an den Bildern. Auch die Ziegen, ihr habt auch reichlich Ziegen? Ja, genau. Wir haben jetzt eine Herde, die wir melken, Ziegen etwa 100 Tiere und haben immer so etwa 30 Jungziegen noch. Und die Ziegen sind natürlich besondere Tiere, weil die sind so ganz lebendig und ganz wach. Manchmal auch nicht ganz einfach zu halten, weil sie natürlich auch mal irgendwo drüber springen. Aber das ist eine unglaubliche Bereicherung für den Hof. Und das ist auch das, was sehr viele Leute, die wenn sie hier so zu Besuch kommen, was so der Magnet ist, wo sie einfach so das Herz aufgeht so bei diesen Tieren. Hühner habt ihr erst seit einiger Zeit. Genau. Wie kam das? Warum habt ihr bisher kein Geflügel? Ja, wir hatten kein Geflügel, weil wir so viel Verschiedenes schon haben und man ja auch die Arbeit schaffen muss. Und dann ist hier in der Nähe eine von diesen Mastanlagen gebaut worden mit diesen 40.000 Masthühnchen. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Wir wollten jetzt irgendwie nicht in so eine Initiative der Bürgerinitiative gehen. Und dann haben ich überlegt, wir machen jetzt was. Wir halten uns jetzt ein paar Legehennen, denen es gut geht. Das ist unsere Antwort auf die Mastanlage und daraufhin haben wir beschlossen, wir suchen uns noch Leute. Wir wollten auch mal ein Projekt mit Kunden zusammen machen. Leute, die sagen, wir möchten auch eine artgerechte Hühnerhaltung und dann haben wir das Projekt, das nennt sich iPod, aufgelegt. Und da konnte man sozusagen so eine Art Hühneranleihe kaufen und die Leute haben sich beteiligt und davon konnten wir 2 mobile Hühnermobile kaufen. Das sind Wegen, wo die Hühner drin leben und das Schöne daran ist, dass man die sozusagen alle Woche, alle 10 Tage umfährt und die Hühner immer im frischen Gras sozusagen stehen. Und das ist eine ganz tolle Haltung. Und da liegen die auch ihre Eier? Genau, die sind so ein bisschen dreieckig. Haben wir ja gerade eben, sieht man ja gerade, die haben auch gut gelegt. Genau, und dann ist sozusagen, man kann die Klappe aufmachen und das sind sozusagen die Nester, da ist Dinkelspelz drin und da sitzen die Hühner drin und legen ihre Eier. Das ist dann auch tatsächliche Freilandhaltung.
Ja, klar, das ist. Weil ich meine, es gibt ja auch im Supermarkt Eier aus Freilandhaltung. Kannst du da mal was sagen? Ist das denn wirklich Freilandhaltung? Ja, vor allen Dingen, wenn es Bodenhaltung oder Bodenhaltung heißt. Bodenhaltung ist, dass sie am Boden sitzen. Aber wie dicht sie am Boden sitzen und wie viel Boden es gibt, ist ja darüber nicht gesagt. Also das ist was anderes. Also das ist, was wir haben, ist also wirklich freilaufende Hühner und das ist wirklich artgerecht. Und Gut Adelshof hat ja so einen Kreislauf. Was passiert mit der Kuhmilch, mit der Ziegenmilch, mit den Eiern? Das bleibt ja alles in eurem Kreislauf. Also was vor allen Dingen im Kreislauf bleibt, ist natürlich der Mist. Ne? Die Tiere fressen ja und geben Mist und der Mist ist wieder bei uns die Grundlage für die Düngung. Ne? Weil wir machen ja keinen Kunstdünger oder sowas, sondern wir arbeiten aus eigenen Kreisläufen, das ist ganz wichtig. Und die Produkte wie Milch oder Käse, die verkaufen wir natürlich auch. Ne? Ihr habt ja eine eigene Käserei. Wir verarbeiten die. Also die Milch sowohl von den Ziegen wie von den Kühen, die verarbeiten wir also zu sehr vielen verschiedenen Sachen. Zu Joghurt, zu Quark, zu verschiedenen Weichkäse, Frischkäse, Hartkäse, also eine ganz breite Palette. Und da haben wir sehr kreative Käse im Moment. Da gibt es immer wieder spannende neue Produkte. Oh, das hat man gerade gesehen. Tolle Sachen. Ziegenbergkäse, ich war sehr begeistert. Kümmelkäse, wirklich eine tolle Auswahl. Schmeckt auch richtig köstlich. Ja, das war gut. Kann man also wirklich uneingeschränkt. Im Hofladen, ihr habt ja auch einen Hofladen, wo man alles kaufen kann. Ihr seid auch auf den Wochenmärkten ganz kräftig, in Hannover ganz fleißig. Es gibt kaum einen Wochenmarkt in Hannover, bei dem ihr nicht seid. Ne? Auf dem es gibt schon noch ein paar, wo wir nicht sind. Ja, so die ganz kleinen, aber auf den großen seid ihr schon. Ne? Ja, und vor allen Dingen auf den Bauernmärkten sind wir auch viel. Ne? Also wir haben 10 Wochenmärkte, 9 davon in Hannover. Und das ist natürlich schön, da können wir so direkt stehen mit unseren eigenen Produkten und man kann auch dann ein Wort dazu sagen, was gerade auf dem Hof ist oder zu den Produkten, ist natürlich ein ganz direkter Kundenkontakt, das ist sehr schön. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist die solidarische Landwirtschaft. Als ich das vorher gehört habe, habe ich gedacht, naja, was wird dahinter stecken? Wenn man so ein bisschen dahinter guckt, weiß man, ist eine ganz tolle Idee. Okay. Und da musst du uns jetzt auch noch mal genaue Informationen zu geben. Was steckt hinter dieser Idee hinter? Also die solidarische Landwirtschaft bei uns ist so entstanden, dass wir ich das Gefühl habe, wir möchten, dass dieser Hof eigentlich so bleibt, wie er ist, dass er eher noch vielfältiger wird. Und jede Wirtschaftsberatung führt immer dazu, man soll rationalisieren und irgendwas abschaffen. Und wir sagen, nee, das ist nicht der Weg für diesen Hof, auch gerade dadurch nicht, dass wir hier ja auch betreute Menschen auf dem Hof haben, dass wir einen Bildungsbereich haben. Wir wollen einfach sehen, dass der Hof so bleiben kann, wie er ist. Und haben gesagt, dazu brauchen wir dann aber Menschen, die so eine Landwirtschaft wollen und unterstützen wollen. Und dann haben wir für uns beschlossen, einfach mal zu gucken, ob es solche Menschen gibt. Und kam auch auf dieses Modell der solidarischen Landwirtschaft. Das gibt es immer zunehmend in Deutschland mittlerweile. Also vor ein paar Jahren waren es noch wenige Höfe, aber jetzt gibt es viele, auch gerade junge Hofgemeinschaften, die das machen. Und der Gedanke ist, dass sozusagen eine Gruppe von Menschen sagt, ich fühle mich verantwortlich für diesen Hof. Ich will, dass dieser Hof so wirtschaften kann und ich übernehme sozusagen ein Stück der Kosten oder der Verantwortung für den Hof und kriege dafür das, was der Hof produziert. Also man kann etwa sagen, dass von einem Hektar kann man etwa 4 Menschen voll ernähren mit tierischen Produkten, also mit Milchprodukten und mit Fleisch. Und wir haben etwa 125 Hektar landwirtschaftliche Fläche, also kann man sagen, 500 Menschen könnten wir voll ernähren. Und dann haben wir sozusagen, wir nennen das jetzt in der solidarischen Landwirtschaft Ernteanteile, man kann sozusagen so ein 500stel Anteil kriegen, man kann auch einen halben Anteil kriegen. Und dann kriegt man sozusagen ein 500stel der Produkte, die dieser Hof hat. Das ist jetzt sehr effektiv, da müssen wir mal in Beträgen reden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse kein Fleisch, ich möchte aber Käse, Milch, Gemüse haben, Eier möchte ich auch gerne haben, was muss ich dann bezahlen? Das ist ganz spannend, weil ich kann jetzt sagen, was es dieses Jahr kostet, aber das Prinzip ist ja, dass die Menschen sagen, sie übernehmen mit Verantwortung, also Kosten dieses Hofes. Und wir stellen sozusagen ganz öffentlich unseren Haushalt dar, wie der Hof, was er für nächstes Jahr plant. Und dann wird sozusagen geguckt, was sind die Kosten, wie viele Anteile haben wir. Und dann wird es sozusagen aufgeteilt. Also der Gedanke ist, dass sich immer mehr das entkoppelt, dass ich sozusagen direkt die Ware bezahle, sondern ich bezahle sozusagen mein Stück, dass der Adolfshof so sein kann, wie er ist. Und dieses Jahr ist es so, dass es, wenn man einen Anteil mit Fleisch hat, kostet der im Monat 174 Euro und ein vegetarischer Anteil 139, die halben entsprechen die Hälfte. Ja.
Was würde ich etwa, wenn ich als Beispiel, was kriege ich da etwa so ganz grob, dass man das ein, weil so der Zuschauer sich vorstellen kann, ich bezahle im Monat 170 oder 174 Euro. Das hört sich ja erstmal relativ viel an. Ja, also sind bekomme dafür natürlich Lebensmittel in der Meta-Qualität. Okay. Ja. Aber gibt es da ganze so als Beispiel, was bekomme ich da an Fleisch zum Beispiel? Genau, an Fleisch bekommt man in der Woche 450 Gramm, also Fleisch und Wurstwaren. Ja. Und dann bekommt man noch 6 Eier die Woche. Man kommt 2 bis 3 Kilogramm Gemüse. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Im Sommer jetzt natürlich mehr. Im Moment sind wir ganz üppig so, ne? Da ist, wächst ganz viel. Dann kriegt man noch 1 Kilo Kartoffeln dazu. Und man kriegt, jede Woche? Jede Woche, ja klar. Man kriegt noch Milchprodukte im Moment für 7 Liter sozusagen. Ne? Also das sind, zum Beispiel wäre das für 300 Gramm Käse und ein Joghurt, ein Quark, ein Frischkäse, ein Weichkäse. So wäre das in etwa. Und diese 7 Liter Milch kommen so zustande, dass wir sozusagen unsere gesamte Milchmenge durch diese 500 möglichen Menschen geteilt haben. Und deshalb kommt diese Menge dabei raus. Ich finde die Idee ganz großartig. Übrigens unter der unten eingeblendeten Internetadresse bekommt ihr zur solidarischen Landwirtschaft weitere Informationen. Ist auch eine tolle Seite. Auch das Gut Adolfshof hat inzwischen eine neue Seite. Und da findet ihr weitere Informationen ebenfalls unter der unten eingeblendeten Internetadresse. So, wird man damit reich? Nee, aber es macht Spaß. Weil ich meine, es muss ja auch alles finanziert werden. Wenn man sich die Größe, kannst du zu der Größe noch mal was sagen? Es ist ja unsagbar groß, auch finde ich zumindest, euer Hof. Wobei du selber sagst, es ist nur ein mittelständischer. Ja, also es sind 130 Hektar und landwirtschaftliche Fläche insgesamt haben wir etwa 150 Hektar, dann noch mit ein bisschen Wald und Teichen und so. Das war früher mal ein großer Betrieb, aber das hat sich ja sehr stark verändert. So. Also ich sage jetzt immer, es ist ein mittlerer Betrieb eigentlich. Also in Zeiten der Globalisierung ist das inzwischen... Ist das nicht mehr so groß anders, aber die Hofanlage, die zeigt eben noch, dass das mal ein Gutshof war und von daher ist das hier sehr groß, sozusagen, was man hier an Gebäude sieht. Und das sind zwar alte Gebäude, aber es ist ein großes Karree sozusagen. Und zu dem Reichwerden, nee, mit Landwirtschaft, also mit so einer Landwirtschaft wird man natürlich nicht reich, aber es ist natürlich ein super Beruf. Ist es. Ich war anfangs sehr, ich bin ja nun Vegetarier und habe gesagt, Mensch, über einen Betrieb zu berichten, wo auch Tiere getötet werden, hast du eigentlich gar keine Lust zu, aber ich habe noch nie in so wenigen Stunden so viele glückliche Nutztiere gesehen, was mir letztendlich sagt, hier geht es den Tieren wirklich richtig, richtig gut, auch wenn sie leider Gottes ja am Ende geschlachtet werden. Das ist ja aber nun mal so. Aber ich finde, es ist immer schon ein erster Schritt, wenn man sich selber sagt, dass ich im Supermarkt das Kilo Schweinefilet für 5,99 kann nicht von einem glücklichen Schwein kommen oder ein Hähnchen für 2,99, ein ganzes Hähnchen, das ist dann eben aus der Massentierhaltung. Hier zahlt man natürlich mehr, weiß aber auch genau, wo es herkommt. Oberbegriff auch Lokalität. Ja, man kann es auch angucken, man kann ja auch hier auf den Hof kommen und die Tiere sehen. Guckt euch unter Umständen auch mal die Website an. Sabine, ich danke dir für einen spannenden Tag. Die Reihe Tierheim TV unterwegs in Niedersachsen wird natürlich fortgeführt. Bis denn.